Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video geht's um eine Lidschattenpalette, wo ich eigentlich gedacht hätte, Angie Hall, ich komme, so ganz ehrlich, eigentlich hatte ich voll keinen Bock drauf, aber eure Nachfrage war so groß und irgendwie habe ich die Swatches dann doch irgendwie gekriegt. Und mein Girl, Hatice Schmidt, war so lieb und hat mir diese Palette für dieses Video ausgeliehen, sodass ich sie für euch auch testen kann und ihr halt meine Meinung dazu bekommt. Die Rede ist im heutigen Video von der Huda Beauty Desert Dusk Lidschattenpalette. Diese Palette ist jetzt nicht mehr ganz so niegelnagelneu. Es gibt sie seit ein, zwei Wochen, glaube ich. Vielleicht so länger. Vielleicht einen Monat? Ich habe null Zeitgefühl, sorry. Ich habe vor ein paar Monaten auch ein Video zur ersten Lidschattenpalette von Huda gedreht. Die habe ich mir damals halt selber gekauft und war so... Die matten Töne haben mir halt echt richtig, richtig gut gefallen, aber die Schimmertöne und vor allem diese Texture-Töne waren absoluter Müll. Dementsprechend habe ich halt einfach es nicht eingesehen, nochmal eine Palette von ihr zu kaufen, weil es mich halt einfach für den Preis null überzeugt hat. Ein paar Infos zur Palette, die vielleicht ganz interessant sein können, bevor wir hiermit anfangen. Diese Palette liegt bei 56 Pfund. In dem Online-Shop, wo ich zurzeit gerade geguckt habe. Ich habe euch die, by the way, auch in der Infobox verlinkt. Falls ihr die gerne kaufen möchtet, findet ihr sie, wie gesagt, in der Infobox. Der Shop, den ich euch verlinkt habe, ist auch zollfrei. Das heißt, ihr könnt da problemlos bestellen. Und ja, wie gesagt, 56 Pfund sind circa 62 Euro. Ich habe es gerade umgerechnet. Und ein paar Verbesserungen, meiner Meinung nach, rein optisch, was das Packaging angeht. Es ist echt super, super schön. Und es ist halt von vorne nicht mehr durchsichtig. Ich mag das eigentlich, wenn ich sehe, was ich habe. Auf der anderen Seite heißt das auch immer, dass ich keinen Spiegel habe. Das war bei der ersten Palette mega der Minuspunkt für mich. Das gibt es jetzt bei dieser Palette, ist ein Spiegel mit drin. Und das hier sind die Lidschatten. Es sind insgesamt 18 Lidschatten. Oder? 6 mal 3 sind 18. Ja. Ich muss sagen, ich finde die Farbauswahl schön, auf jeden Fall. Wie immer, so ein paar Warm Neutrals sind dabei. Aber dieses Mal geht es halt auch so ein bisschen ins Lila. Finde ich nicht verkehrt. Hier sind auch richtige Neutral-Töne drin. Vielleicht um das Lid zu setten und so ein bisschen Tiefe zu geben. Was neu in dieser Palette ist, ist der Ton Cosmo. Das ist nämlich ein richtiger Glitter. Bin ich nicht so von überzeugt. Also spricht mich halt nicht so an, aber das ist halt ein Ton. Da kann man, glaube ich, drüber hinwegsehen. Hier habe ich euch mal 5 der matten Töne geswatcht. Ich muss sagen, sie fühlen sich auf jeden Fall sehr weich und fein gemahlen an, aber auf den ersten Eindruck auch ein kleines bisschen trocken. Mag ich bei Lidschatten gar nicht. Aber wir schauen mal, weil eigentlich ist fein gemahlen immer ganz gut und wir gucken mal, wie sich das Ganze im Endeffekt verarbeiten lässt. Im Internet, hier auf YouTube, gehen die Meinungen total auseinander. Manche Leute sagen, sie ist super und viel, viel besser als die erste. Manche sagen, die erste war besser. I don't know. Lassen wir uns falsch überraschen. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt mal eben ganz fix noch ein paar schimmernde Töne swatchen. Okay, Schimmer ist anscheinend nicht gleich Schimmer. Was mich gerade ein bisschen traurig macht, ist der Ton Twilight. Das ist der mittlere hier. Ja, der hat gar nicht Power. Der sieht eher aus wie so ein dünner, sparkly Topcoat. Hoffen wir mal, dass es auf dem Auge gleich besser aussieht. Ich muss sagen, die Swatches hier sind okay. Richtig geil finde ich nur Black Moon und Turkish Delight. Das ist hier oben und unten. Diese Hauch von nix, Feenpups, Einhorn genieße, ist ein Hauch von gar nichts. Und wenn ich Schimmer möchte, möchte ich persönlich halt auch richtig Schimmer. Ich mache keine halben Sachen. Dementsprechend mal gucken, wie sich das auf dem Auge jetzt verhält. Als erstes werde ich den Ton Desert Sand, den hellen, hier oben benutzen, um meine Augenpartie und meinen Primer zu setten. Nur als Referenz, ich habe die Shadow Insurance von Too Faced eben benutzt, nur damit das Ganze halt schon ebenmäßig ist und gut hält. Ja, schnell setten, sonst setzt es sich in der Lidfalte ab. Und das wollen wir nicht. Die Farbe hat gerade richtig gut funktioniert. Passt super gut auch zum hellen Hautton wie bei mir. Echt sehr, sehr positiv überrascht. Zum Setten definitiv die Farbe Desert Sand top. Mit einem sehr, sehr großen Blending-Pinsel gehe ich nun als erstes rein
in die Farbe Mask. Das mag ich total gern mit einem großen Pinsel, einfach um großflächig schon mal so ein bisschen zu schattieren. Einfach, dass das nicht alles mehr so platt aussieht, sondern schon die erste bisschen Dimension reinkommt. Erste bisschen Dimension. Oh, Jolina. Deutschleistungskurs? Nee. Der Ton lässt sich sehr, sehr gut auf dem anderen verblenden. Kein Stoppen, kein Patchy bisher. Erster Eindruck? Nicht schlecht, definitiv. Ich bin gerade so ein bisschen am struggeln, um ehrlich zu sein, weil ich nicht wirklich weiß, in was für eine Farbrichtung ich jetzt gehen möchte. Es wird sich voll oft beschwert, dass ich immer die gleichen Look schmink und halt immer so rötlich, orange. Ja, aber das Ding ist halt, rötlich, orange funktioniert halt einfach. Und viel mehr, finde ich, gibt die Palette jetzt halt auch noch schwierig her. Ich habe in letzter Zeit so viel Rot gemacht, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen Orange. Deswegen benutzen wir als nächstes den Ton Blazing. Blazing ist drauf, nun gehen wir rein mit dem Ton Oat. Oat? Oat? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie oft will ich es noch falsch aussprechen? Umso öfter ich es falsch ausspreche, umso richtiger wird es nicht, Julina. Oat? Oat? Keine Ahnung. Der hier auf jeden Fall, das matte Braun. Das hier ist auch der dunkelste Ton aus der Palette. Und ja, damit vertiefen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen. Und um das ein bisschen weicher doch auszublenden, weil das gerade ein bisschen schwierig war, gehe ich nochmal rein mit dem Orange, dem Blazing, was wir eben hatten. Einfach um von vornherein alle harten Kanten so ein bisschen auszuebnen, dass wir halt gar nicht erst das Problem am Ende haben, dass irgendwas fleckig aussieht. Auch wenn der Swatch gerade katastrophal war, Twilight spricht mich einfach so krass an. Irgendwie möchte ich den benutzen, aber ich habe halt auch keine Lust, dass es gleich richtig, richtig kacke aussieht. Wie wäre es, wenn wir den als Inner Corner Highlight gleich benutzen? Cool. Dann machen wir das so und für mein bewegliches Lid gehe ich rein mit dem Ton. Ich wollte aber auch nicht so krass rot. Was soll's, nehmen wir Turkish Delight. Wow, okay, Turkish Delight ist echt richtig schön. Sehr intensiver Schimmer. Unglaublich starke Farbabgabe auch. Gefällt mir. Zum Spaß einer Freude gehe ich jetzt nochmal mit dem Ton Cosmo rein. Und sobald man ihn anfasst, fällt er gefühlt voll auseinander. Das sieht überraschend besser aus, als ich dachte. Mit dem Glitzer hatte ich gerade ein bisschen Fallout, aber das ist nicht so schlimm, weil das ist eigentlich halt auch normal, zumindest halt beim Auftragen, dass nicht 100% aller Glitzerpartikel dranbleiben, sondern ein, zwei runterbröseln. Finde ich nicht so dramatisch. Bisher gefällt es mir viel, viel besser, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, ich würde das Ding am liebsten in die Ecke pfeffern. Doch, sieht gar nicht so kacke aus. Und als Schmackes für den inneren Augenwinkel hatten wir ja gesagt, nehmen wir Twilight. Und das machen wir jetzt auch. Das ist schön. Moment, ich drehe mich mal zu euch, dass ihr das sehen könnt. Cool, oder? Der Monitor ist so klein und so weit weg mit der Kamera gerade, dass ich nicht hundertprozentig einschätzen kann, wie gut ihr das seht. Für den unteren Wimpernkranz möchte ich als allererstes ein bisschen Farbe auch schaffen, deswegen gehe ich mit einem fluffigen Pinsel rein und dem Ton Mask, den wir auch oben benutzt haben, um die erste Dimension zu erschaffen. Und smoken das ein bisschen großflächiger, einfach nicht wirklich definiert aus. Und weil es einfach Verarschung wäre, wenn ich den Ton nicht benutzen würde, gehe ich in den Ton Amethyst und smudge den auch richtig in meine untere Wimpernpartie. Und um auch am unteren Wimpernkranz noch so ein bisschen tada, hinzukriegen, ganz ehrlich, wir müssen ja gucken, was hiermit möglich ist, möchte ich nochmal reingehen mit dem Ton Nefertiti und platziere den direkt, wenn ich gerade ausgucke, unter meine Pupille. Das funktioniert gar nicht. Alles, was ich jetzt noch ganz fix mache, ist mit dem schwarzen Kajal und Mascara reingehen. Und ich werde heute zum ersten Mal auch Lashes von Huda Beauty benutzen.
Und zwar hat die wundervolle Tara mir diese hier in unserem Tauschpaket zugeschickt. Danke nochmal dafür. Und zwar ist das die Nummer 8 Scarlet. Mein Make-up ist jetzt komplett fertig. Ta-ta-ta-ta. Falls euch interessiert, was ich sonst für Produkte habe, checkt definitiv die Infobox aus. Und wenn dieses Video online kommt, ist auch ein kleines Instagram-Tutorial hochgekommen, wo ich halt alle Produkte benutzt habe. Surprise, surprise. Ich habe sowohl gefühlt alles von Huda Beauty benutzt, wie irgendwie möglich. Ich fände es mega cool, wenn ihr vielleicht auf Instagram so ein bisschen mich unterstützen würdet. Vielleicht sieht Huda ja mein Video. Das wäre nice. Voll cool. Kommen wir doch jetzt aber zu meinem Resümee bezüglich der Palette. Ich muss sagen, ich bin doch positiv überrascht, als ich gedacht hätte. Weil ich persönlich sagen muss, natürlich, die Palette ist halt farblich, irgendwie keine Weltneuheit. Im Prinzip, wenn ihr so ein bisschen Make-up-Junkies seid und in letzter Zeit Paletten gekauft habt, dann habt ihr im Prinzip wahrscheinlich diese Farben zu Hause. Das Einzige, was so ein bisschen specialiger ist, ist halt Twilight und Retrograde und so. Ein rotes Glitzer ist vielleicht auch irgendwo cool. Aber das Ding ist, das hier ist für mich jetzt nichts groundbreaking, weltbewegend, atemberaubend Neues. Zumal ich halt sagen muss, dass ich die Qualität in Kombination mit dem Preis einfach nicht nachvollziehen kann. Wenn man sich halt vor Augen hält, dass diese Palette schon einiges teurer ist als zum Beispiel die Naked Paletten oder die Juvia's Place Paletten oder auch noch als die Violet Voss Palette, die ja momentan mein absoluter Favorit ist. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, das ist ein Make-up-Tutorial. Ich liebe diese Palette einfach. Oder auch die selbst die Jaclyn Hill Palette. Und ich finde halt, mit all diesen Paletten hat man im Endeffekt noch mehr Möglichkeiten als mit der hier. Und das ist gar nicht, dass ich das sage, um Huda Beauty irgendwie schlecht dastehen zu lassen. So gibt sie im Endeffekt. Also ich meine, wer ist sie und wer bin ich? So. Auf meine Meinung wird sie halt eh hardcore kacken. Aber so viele von euch hatten sich gewünscht, dass ich halt hier das Ganze mal für euch teste. Ich muss sagen, die Performance ist gut. Aber für mich scheitert es halt irgendwie am generell Gesamtpaket. Ich habe euch jetzt nochmal eben ein bisschen näher rangeholt. Und zusätzlich zu den drei Lichtern vor mir, zwei Lichtern hinter mir, mache ich jetzt noch Handylicht. Vielleicht überzeugt es euch auch viel, viel mehr als mich, aber ich muss einfach sagen, natürlich macht es vollkommen Sinn, wenn ihr jetzt argumentiert und sagt, Julina, dass dir die Farben irgendwie nicht passen, ist jetzt irgendwie keine Überraschung, so ich meine, das hast du ja im Vorfeld gesehen. Lui, hallo, hallo Mäuschen, möchtest du auch Hallo sagen? Oh, guck nicht so leidend, du musst jetzt auch heile Welt machen. Da rufen die Leute nach dem Tierschutz. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Umso länger ich gucke, umso besser gefällt es mir halt irgendwie doch. Aber ich finde halt einfach, dafür muss man keine 62 Euro ausgeben. Klingt wahrscheinlich jetzt hardcore lächerlich, weil ich meine Natasha Denona Paletten für über 120 Euro ja trotzdem total feier. Aber meiner Meinung nach ist bei denen halt die Qualität auch mindestens doppelt so gut. So, macht das für euch Sinn? Ich habe zwischendurch nämlich das Gefühl, wenn man die einzelnen Videos sich anguckt, hat man gar nicht so einen richtigen Überblick. Würde euch das helfen, wenn ich vielleicht mal so einen Überblick über meine Top 5 Paletten mache? Das Problem ist halt immer, bei so Favoriten- oder Top-Videos habe ich immer das Gefühl, dass euch das gar nicht so krass interessiert. Das Problem ist aber auch, immer wenn ich euch frage, interessiert euch das? Und ihr sagt ja, sind das im Endeffekt die mit Abstand schlecht geklicktesten Videos. Keine Ahnung, ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Ich verquatsch mich gerade voll in meinem Fazit. Huch, hier ist irgendwas Schwarzes. Finales Fazit ist das Ganze hier eine Empfehlung, die ich euch guten Gewissens geben kann? Nö. Ich würde sagen, spart euer Geld, kauft euch was anderes Schönes. Zum Beispiel die Violet Voss Palette oder die Jaclyn Hill Palette oder die Juvia's Place oder Palace. Ich vergesse es immer wieder, ich glaube Place. Paletten, damit seid ihr definitiv viel, viel besser versorgt, habt mehr Auswahlmöglichkeiten und von der Qualität her mindestens das gleiche, wenn nicht sogar besser, doch eher wahrscheinlich sogar besser. Aber ja, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe unglaublich, dass es euch gefallen hat. Falls das der Fall ist und ihr es noch nicht getan habt, wie könnt ihr nur? Auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst mich mal eure Meinung zur Huda Beauty Desert Dust Palette unten in den Kommentaren wissen. Wie findet ihr die Palette? Interessiert sie euch? Interessiert sie euch jetzt nicht mehr? Oder vielleicht jetzt gerade erst? Ich habe keine Ahnung, mich interessiert super zu hören, was eure Meinung zu der Palette ist.
Last but not least würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und Teil von Team Jolina werdet. Und wenn ihr gerade dabei seid, aktiviert direkt das kleine Glöckchen, dann seid ihr immer nämlich unter den Ersten mit dabei. Und es garantiert, dass das Video euch angezeigt wird. Wenn ihr nämlich nur normaler Abonnent seid, kann es sein, dass manche Videos unter den Tisch gekehrt werden und vielleicht gerade das Video, was euch am meisten interessiert hätte von mir, gar nicht angezeigt wird. Natürlich gilt das auch für alle eure anderen Lieblings-YouTuber. Kontrolliert deswegen definitiv, ob die Glocke bei all euren Lieblingen aktiviert ist. So geht ihr wirklich auf Nummer sicher. Habe ich heute Lipgloss auf den Zähnen? Ich weiß es nicht. Lasst es mich in die Kommentare wissen. Aber ja, ihr Süßen, vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag.